Ja, herzlich willkommen wieder aus Waldmoor. Wir begrüßen euch hiermit noch zum letzten Interview unserer Serie heute. Zu Gast haben wir den Trainer vom KSC, Martin. Hallo. Ein herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Wie hast du deine Mädels auf dieses Turnier vorbereitet? Heute hier zu spielen. Ich kenne viele Mannschaften noch aus dem letzten Jahr. Wir haben uns eine ganz normale Vorbereitung durchgezogen und gestern ein gutes Training noch gemacht und sind heute voller Elan und Freude hierher gefahren. Wie ist es, wenn man hier als höherklassiges Team kommt und auf unterklassige Teams trifft, dann als Favorit ins Turnier startet? Hat man da einen gewissen Druck? Druck hat man auf jeden Fall, aber man muss auch sehen, dass es ein Freundschaftsturnier ist, es ist ein Testspiel. Wir sehen das wirklich als Testphase heute. Wir spielen an einem Tag gegen 4, 5 hochklassige Mannschaften, was man normalerweise nicht hat. Die Favoritenrolle würde ich eher wegschieben. Wir wollen Spaß haben, wir wollen Freude vermitteln auch und wir wollen zu unserem Spiel finden. Ich bin jetzt neu da und da braucht es noch ziemlich viel Zeit und dafür wollen wir das einfach wieder nutzen. Ist ein solches Turnier für dich auch die Möglichkeit, Talente zu entdecken? Definitiv. Man schaut natürlich immer rum, was haben nahegelegene Mannschaften im Angebot, sage ich mal. Wobei wir auch in Karlsruhe sehr, sehr gut aufgestellt sind, auch Nationalspielerinnen abgestellt haben und viele Spielerinnen bei der badischen Auswahl haben. Der KSC hat eine relativ große Strahlkraft, wie man jetzt in diesem Jahr schon gesehen hat, und haben deshalb eine sehr, sehr gute Truppe zusammen und auch in der Hinterhand in unserer B2 und B3 gute Talente, die in der Zukunft auf jeden Fall Spaß machen werden. Du spielst heute mit deiner Mannschaft hier in Waldmoor. Wie sehen denn die Saisonziele für dich aus? Das klare Saisonziel ist erstmal die Klasse zu halten in der Bundesliga, junge Talente ranzuführen, in Spielpraxis zu geben in der allerhöchsten Spielklasse und einfach Spaß zu haben. Ich glaube, Spaß ist im Fußball das Wichtigste. Man sollte Ergebnisse nicht zu hoch hängen, aber der Klassenerhalt ist definitiv, was wir als erstes machen wollen. Wie schwer war es heute, deine Mädels so früh aus dem Bett zu bekommen? Extrem schwer. Also, die waren alle noch müde vom gestrigen Training und es war ganz, ganz schwer, heute hier pünktlich dazustehen. Deswegen sind wir froh, dass wir hier sind und unser erstes Spiel rechtzeitig bestreiten durften. Ich danke dir für das tolle Interview und viel Glück in der Saison. Dankeschön.